Okay. Was jetzt? Die letzten Wochen und Monate gab es wirklich immer wieder Waffenpatches, die dafür gesorgt haben, dass klassische Meta-Waffen wie die Kastov 762 immer wieder verschlechtert werden. Das Ganze sorgt auch dafür, dass die generell Meta wirklich viel breiter gefächert ist, man viel mehr spielen kann und speziell eine Waffe hat davon komplett profitiert. Denn die Rede ist von der Tempus Razorback, eine Waffe, die wirklich, ja, so gut wie gar keinen Rückschuss hat, ein kompletter Beamer ist. Oder bei der Time to Kill kann man sehen, im Vergleich zu Kastov ist die Tempus Razorback schon etwas besser bei den Chest-Treffern, bei den Bauchtreffern auf jede Distanz besser, bei den Nackentreffern auch wieder bis auf 30 Meter besser, bei den Headshots auch besser. Im Verlauf des Videos wird es hier mal den Klassenguide geben mit den ganzen Aufsätzen, mit dem Tuning. Bevor wir jetzt starten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt über Warzone und die neuesten Updates, abonniert den Kanal. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Gameplay mit der neuen Meta. Let's go. Es buggt alles. Tuck. Irgendwas buggt hier, es fühlt sich so shaky an alles. Fuck. Okay, wahrscheinlich bin ich einfach nur schlecht. Ich glaube, das wird sein. Ja, nehme ich mit. Paar goldene. Paar Seelen noch mitnehmen. Genau. Es fühlt sich gerade, ich habe zwei Tage nicht so wirklich COD gespielt. Und es fühlt sich for real so an, als würde ich, I don't know. Da gehe ich nicht runter. Bisschen ready werden. Was hier? Plates wäre nice, aber ich hole mir jetzt erstmal den Loadout. Es gab ja einige Waffenpatches die letzten Tage. Also RPK ist wieder verschlechtert worden, mal wieder. Die klassischen Meta-Waffen sind alle irgendwie, ja, verschlechtert worden. Ist, denke ich, aber ganz gut, weil wir haben jetzt quasi in Anführungszeichen... Oh. Quasi eine neue Meta, beziehungsweise eine neue offene Meta. Man kann sehr, sehr viel spielen aktuell. Und zwar einer der besten Waffen ist das hier, Tempus Razorback. Waffe, die eigentlich schon lange sehr strong ist. Aber nie irgendwie so gefühlt die Liebe bekommen hat, die sie eigentlich verdient hat. Einer ist unter mir. Oh, ist wieder Captain Price. Er ist wieder am Rennen. Warte, wo geht er hin? Er hätte hier mit Raketenwerfer gespielt. Ich kann diesen Bush-Skin, also diesen Groot-Skin, auch nicht mehr sehen. Er ist wirklich überall. Jeder hat den Skin mittlerweile. Ja, war halt wirklich auch gefühlt null Rückschuss. Das ist halt auch insane. Plus ist dazu halt auch echt strong. Also eigentlich, wenn man jetzt so ein bisschen genauer schaut, es gibt keine klare Meta. So, natürlich Kastov immer noch gut, immer noch stabil. Aber so von der Kompaktheit, da oben kennt wirklich jemand. Von der Kompaktheit ist es wirklich so, dass man halt nichts hat, was wirklich klare Meta ist. Kämpft er wirklich immer noch darum? Ja. War noch jemand, oder? Wieso sind hier so viele Loadouts? Okay, der lebt nicht mehr. Schade. Oh, er kommt close. Ist aber auch eine angenehme Lobby. Würde ich lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Ist er AFK? Ne, er geht wieder hier drauf. Ist halt wirklich ein Beamer, kann man nichts anderes sagen. Wo ist er? Also eigentlich muss hier noch jemand sein.
Ich glaube wirklich noch nie so lange an einer Stelle gefightet, wie hier gerade. Also ich war hier gefühlt auch teilweise wirklich gar nicht. Oh, ist wieder der Sniper-Camper da oben. Okay, Bullet Velocity ist ein bisschen weird. Da ist noch ein Gegner. Was passiert jetzt? Also auf diese mittlere Distanz ist es halt insane. Triffst halt jede Kugel plus, es ist alles. Ist einfach schön. Spawn schon wieder hier. Er will seinen Loadout holen, safe, oder? Ja, er holt seinen Loadout. Maximal out of zone. Und wird maximal sterben. Egal, den Kill nehmen wir mit. Wirklich auch alles daneben geschossen. Bisschen für Verwirrung sorgen, richtig. Okay, er ist der krasseste anscheinend. Der Mann hat gute Shots gehabt, sage ich, wie es ist. Ich glaube, das war noch nicht alles, actually. Eigentlich müsste da noch irgendwo was sein. Speziell hier oben. Da snipe was. Da snipe wieder was, natürlich. Ohne Snipe haben wir gesagt. Wurfmesser? Ah, ich habe den Jump gejoked. Einen könnten wir da auf jeden Fall wegbeamen. Wenn er sich zeigt. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Wow. Ich bin einfach gejumpt, weil ich mich so erschrocken habe. Hm. Mit oder ohne Snipen jetzt da vorne? Als ob er einfach wegrennt. Er hätte mich halt wirklich for real holen können. Aber wirklich gut auch, actually, aber schade. Ah, es laggt. Ah. Oh. Wir starten ein ins Klassen-Setup, das Ganze mit der X10-Ported-Mündung, jeweils getuned auf Rückschuss plus Rückschusskontrolle. Dazu der 18-Zulauf, jeweils getuned auf Rückschussstabilität plus V-Geschwindigkeit. Wenn ihr rückschussmäßig nochmal mehr rausholen wollt und so ein bisschen auf Reichweite verzichten wollt, dann könnt ihr den 16-Zulauf spielen, hat noch ein bisschen mehr Rückschusskontrolle, ist so ein bisschen präziser. Dazu das Ziel im V4-Visier getuned auf ZV plus nah, dem D-Importo-Griff und das 60-Schuss-Magazin. Das, wie gesagt, ist die Tempus Razorback, eine Waffe, die wirklich so gut wie 0 Rückschuss hat. Und, wie wir gesehen haben, von der Time-to-Kill, speziell auf diese Midrange, auf den kleinen Maps, auf Vondel und Ashika, auch deutlich besser als die Custom 762. Das wäre es langsam von dem Video. Abonniert den Kanal, checkt Twitch ab. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Waffentesten. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.